Zack, und rein geht it. Ja, das ist natürlich hier sehr, sehr angenehm. Einfach eine richtig gute Frequenz. Schön ein nach dem anderen hier auf relativ kleinem Setup. Und einfach hier hauptsächlich nur maßige Fische. Eine Stelle, die natürlich übelst bekannt ist und die eigentlich auch jeder am Nordmeer schon testen kann. Also ab der ersten Sekunde Nordmeer, ob man jetzt quasi hier ja, mit dem Probe, also mit der Bootstour unterwegs ist, mit der Meerestour unterwegs ist oder ob man hier schon einfach vom Level weit genug ist oder ob man einfach Skillpunkte machen will. Der Kescher sieht gut aus, kunterbunt, gute Frequenz und jetzt hier in etwas mehr als 34 Minuten, ja, 34 Fische, das passt. Zack, und da geht direkt der nächste rein. Ja, so soll das sein. Auswerfen, bisschen absinken lassen und bis zum Mook wieder. Richtig, richtig nice. Und im Idealfall gehen dann hier auch noch vielleicht, ja, die richtig wichtigen Fische rein. Und zwar sowas hier, Atlantischer Hering. Das wäre ja der Oberhammer, wenn das Ding hier irgendwann mal reinballert in richtig schön und groß. Mega gut. Würde mich sehr freuen. Ja, ich teste weiter und probiere. Und teste hier die Stelle vom Matt Kane. Beziehungsweise, was heißt die Stelle? Eher ist es so, das Setup und die Kombination. Denn das Ganze ist relativ simpel. Ich bin hier ein bisschen dicker unterwegs mit der Storm Rider. Denn, ja, ich brauche hier einfach ein bisschen mehr Wurfgewicht gerade. Für den Bond 125 Gramm 06. Geht mit Sicherheit auch mit dem 70er 06. Also durchaus möglich, dass das dann da auch mit funktioniert. Von daher da einfach mal testen. Wenn das Setup, wie gesagt, nicht so viel aushält. Das heißt, wenn die Rute nicht so viel Wurfgewicht hat, dann dementsprechend natürlich testen. Wir sind am 34er. Ganz simpel. Ich muss wahrscheinlich auch gleich wieder so ein bisschen korrigieren, einfach am 34er und hier so ein bisschen am Pilken, meist sogar einfach nur absinken lassen. Und zwar hier auf der 4 und in der Umgebung sozusagen ziemlich genau on point um die 4 herum. Und da ist das schön und da lübt das Ganze auch richtig gut. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was denn das Ganze jetzt gleich hier so bringt nach einer Stunde. Gucken wir gleich rein. Alles, was hier unmaßig ist oder was hier nicht so ganz passend ist, wird verhackstückt. Also direkt hier sind kleine Köhler, sofort zum Fetzen machen. Der kommt weg, den nehmen wir nicht. Und ich mache hier auch nur alles oder ich nehme auch nur alles mit, was ein Häkchen hat. Und ja, das läuft ganz gut. Der Matt Kane hatte das im Discord gepostet. Und ja, ich hatte das gerade genau in der Minute gesehen, habe mir gedacht, ja, perfekt, Alten. Ich wollte ja eh noch ein bisschen hier zum Meer. Also testen wir das doch direkt an der Stelle. Und da er auch noch den Atlantischen Hering als Trophy gefangen hat, ist das natürlich noch mal interessanter. Warum denn auch nicht einfach mal hier wieder auf die ganzen Kleinen gehen? Und da kann ja auch gerne noch ein bisschen was anderes reinballern. Gerade wenn auch sowas reingeht, wie Makrele zum Beispiel. Oder eben auch hier Makrelenhecht, Wittling und so. Das bringt halt alles richtig gut Kohle. Die größten bisher waren, ja, so Kabeljau oder Steinbutt bisher. Also gewichtsmäßig sortiere ich auch gleich nochmal eben durch. Und dann gucken wir mal. Also Setup-mäßig ist es nicht so riesig groß. Direkt wieder runterlassen. Zack. Und in der Zwischenzeit sortieren wir mal kurz nach Gewicht. Ja. 5 bis 8 Kilo, das sind so die schwersten und die leichten, ja, die kleinen Aalmuddern und Co. Nehmen wir alles mit. Alles, wie gesagt, maßig bisher. Nichts, was wir, oder was irgendwie unnütze ist oder kein Silber bringt. Alles bringt hier so einigermaßen gut Silber. Zwischendurch mal so auf der Höhe 20 kurz bilden, kann man auch gut machen. Und danach, nach der 20, einfach nochmal wieder weiter runterlassen. Bis vielleicht zur 30 nochmal runterlassen. Da haben wir hier schon Bewegung in Grundnähe. Und könnten sogar nochmal ein bisschen weiter runterlassen. Bis auf 34. Aber selbst hier läuft das doch schon ganz gut.
Zack, und da haben wir direkt den nächsten. Jo, so kann das und so darf das und so macht man auch tatsächlich in der Happy Hour hier richtig gut XP. Sowas ist halt super essentiell, wenn man eben, wie gesagt, Happy Hour Skill Points noch machen will fürs Meeresangeln. Ich fahre gleich wieder zurück, stelle mich hier direkt auf die 4 oder knapp neben die 4. Also einmal noch auswerfen und dann gucken, was hier so geht. Bisschen pilken vielleicht, zack, zack. Und da ist schon Biss, na siehste. Und wieder abgehauen. Das passiert halt häufig bei dem Kleinfischangeln. Und vor allem, wenn man eben ganz viele Beifänger auch schon hat. Damit läuft es natürlich nochmal deutlich besser. Das heißt, deutlich mehr Frequenz, wenn man eben schon die Beifänger parat hat. Ist ja ganz klar, mehr Haken, mehr Köder zur Auswahl. Muss ja auch so sein, soll ja auch so sein. Zack, Aalmutter, die schmeißen wir wieder rein und dann hocken wir uns ins Boot. Und ich bretter, glaube ich, einfach mal den Rückwärtsgang rein. So, na, da müssen wir noch ein bisschen einlenken. Im Rückwärtsgang, das sieht auch gut aus. Nochmal ein bisschen einlenken. Läuft ganz gut und wir tasten uns vorsichtig ran hier. Perfekt, auf die 4 von der 34. Zack, da sind wir. Bisschen zurücklenken, Motor aus. Und guck mal hier, was wir hier alles haben. Richtig gute Population. Richtig viele unterschiedliche Fische. Also viele Populationen, große Spots und so weiter. Und genau das wollen wir hier haben. So soll das da aussehen am Untergrund. Und dann lügt das eben auch richtig gut mit einer hohen Frequenz. Dadurch, dass wir jetzt gerade ein bisschen weiter nach hinten gebreddert sind, werfe ich jetzt nach vorne ein bisschen weiter aus. Denn nach da vorne hin, ja, da sind wir ja gerade erst vorbei. Hier unten ist ja das Echolot direkt unter mir. Und dementsprechend haben wir jetzt quasi da vorne gerade die gesamten Populationen und die gesamten Spots, an denen wir jetzt gerade vorbeigebreddert sind. Und vielleicht ist ja da auch der Hering dabei. Das wäre doch der Oberhammer, oder? Zack, kleine Makrele, schmeckt aber auch. Nehme ich auch gerne mit. Zack, wieder raus. Und währenddessen gucken wir mal kurz rein ins Setup. Ich würde sagen, so ist das hier vielleicht relevant. Wir gehen hier einfach nur mit 60 bzw. nur 36 Kilo hier rein. 36er Hauptschnur kann man natürlich auch nehmen. 36er Schockleader Mono geht natürlich auch dann ganz gut. Also, wenn man hier mit kleinerem Setup unterwegs ist oder vielleicht sogar nur mit einer HSV unterwegs ist, weil man sich noch nichts Besseres leisten kann, dann ist das hier durchaus eine Option, die man, glaube ich, ganz gut wahrnehmen kann. Fupp, nächster Steinköhler, sensationell. XP-mäßig, silbermäßig, Steinköhler lohnt da immer. Und ja, das hier sind die Basics, der Bond 125-06 oder, wenn das Setup das nicht hergibt, dann halt der 70er-06, geht dann auch. Gleiche Farbe, nur ein bisschen kleiner. Und dann hier irgendwann natürlich einen Beifänger dazu, irgendwann so ein bisschen hier Dekoration noch dazu. Und so sieht's bei den ganzen Beifängern aus. Also komplett hier der Real Shrimp 6,503, der schwarze Real Shrimp, Alden, mit den ganzen blauen Perlen und nichts anderes. Perle, Merle, Alter. So machen wir das und so testen wir hier schön auf entspannt am 34er. Und ich ziehe jetzt hier natürlich noch ein bisschen weiter durch. Und dann bin ich super gespannt, wie denn jetzt gleich der Kescher aussieht. Lohnt sich das Ganze denn jetzt hier überhaupt? Kohlemäßig auch. XP-mäßig, ja, ist uns natürlich ganz nett. Nehmen wir gerne alles mit. Ich suche ja hauptsächlich jetzt gerade nur Trophies. Und ja, wenn ich jetzt natürlich nebenbei noch ein bisschen Kohle reingeht, ist das natürlich ganz nett. Aber für mich gerade das A und O. Einfach nur hier die nächste Trophy abzuhaken, irgendein Fisch, den ich bisher noch nicht hatte, das wäre das Allerwichtigste und das Allerbeste. Und ja, wie gesagt, wenn man hier eben noch Skillpunkte machen kann am Nordmeer, dann lohnt sich sowas hier richtig. Ich habe meine meisten Skillpunkte in der Happy Hour immer an solchen Spots gemacht. Immer auf Makrele, auf Makrelenhecht, auf Sardine, immer auf die kleinen Fische. Im Idealfall sogar noch weniger tief auswerfen als hier diese 30, 34 Meter. Im Idealfall Spots, die halt nur, ja, ich sag mal, bis zu 20 Meter tief sind. Denn dann muss man länger oder nicht so lange warten und muss weniger hochkurbeln und hat dann einfach schneller den Köder wieder draußen.
So, ich zupfe jetzt noch ein bisschen weiter. Dann rufen wir gleich hier das Taxi, das U-Boot und dann gucken wir kurz rein, was denn der Kescher so bringt. Ja, und damit haben wir doch schon die Stunde rum. Also, eine Stunde. Nochmal ein paar schöne Köhler hier mitgenommen. Ich rufe schon mal das U-Boot und dann gucken wir doch mal, was das Ganze denn jetzt hier so gebracht hat. Genau, eine Stunde ist rum und ich bin schon ein bisschen gespannt. Also Frequenz war wirklich gut, die Drift war heute schon ziemlich hart und ich bin an manchen Stellen auch tatsächlich gut weggetrieben und war zum Teil dann eben auch mal hier in der Area oder hier oben in der Area. Aber ich sag mal so grob um die 34 herum hat das wirklich ganz gut funktioniert. Was auch immer ganz gut funktioniert hat, so um die 15 schon mal einen Stopp zu machen und da schon mal ein bisschen zu pilken, dann nochmal runterlassen. Und oftmals war dann so gegen 20 dann eigentlich auch schon direkt, na komm, den nehmen wir noch eben mit, der nächste Kandidat dran. Wo ist er? Kleiner Hering. Halt, hier geblieben. Den nehmen wir jetzt nicht mit. Wir nehmen jetzt nur mal eben hier die alle mit aus einer Stunde. 57 Fische in einer Stunde. 747 Silber in einer Stunde an diesem Spot. Schmeckt oder schmeckt? Kann man doch machen, oder? Nur maßige Fische. Alles, was unmaßig war, direkt wieder reingeschmissen. Und einfach nur mal eben easy peasy die Brocken mitgenommen. So sieht das Ganze hier aus. Das sind die Top-Seller. Das sind die Top, die eben auch richtig die Kohle bringen. Die Top 10. Und das lohnt sich. Leider nur einen Hering. Immerhin knappe 20, also gut 20 Silber für 200 Gramm. Aber, kein weiterer Hering. Einiges probiert. Ich hatte zwischendurch noch mal ein bisschen mehr gehofft auf dickere Makrelen. Habe dementsprechend dann eben auch noch mal mein Setup für die Makrele geändert. Ich gucke gerade mal eben rein, bevor wir jetzt hier verkaufen. Noch mal eben nach Gewicht sortieren. Makrele war auch auf dem 6,5 mit 1,2. Der war auf dem Bond. Die war auf dem Shrimp. Einfach nur auf dem 6,5er. Auch auf dem Bond. Also der Bond scheint auch richtig gut zu liefern. Gar nicht schlecht. 6,5er. Also hätte ich mal lieber durchgezogen auf dem 6,5er Shrimp und nicht auf den 12er gewechselt. Wenn ihr allerdings einen Spot habt, wo die Makrele richtig gut funktioniert und fast ausschließlich, gerne diese Shrimps hier in 12 oder 13 verwenden, denn dann ballern euch eher mal die Trophies rein. Ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, 747 Silber, schmeckt richtig. Dankeschön auch nochmal fürs Teilen im Discord an den Matt Kane. Link zum Discord unterm Video. Daumen da lassen, auch unterm Video. Kanal abonnieren nicht vergessen, auch unterm Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und im Moment jeden Tag ab 19 Uhr mindestens 2 Stunden RF4. Bis dahin, Petri.